Moin Leute, in diesem Video reden wir das Thema Helme im Airsoft. Wir sprechen über die Vor- und Nachteile des Helmes, für wen ist das was und natürlich auch günstige Einsteigermodelle. Viel Spaß! Was bringt eigentlich einen Helm? Nun, in allererster Linie ist natürlich erstmal Schutz, einmal vor BBs an sich, wenn ihr getroffen werdet, aber auch Schutz, wenn ihr irgendwo gegenlaufen solltet, wenn die Decke mal ein bisschen tiefer hängt oder solltet irgendwo runterfallen. Diese Helme, die wir hier haben, sind Imitate, Klone von Fast Helmets, so heißen diese. Und das sind einfach dann hier diese ganzen Mountmöglichkeiten. Wie gesagt, ich habe jetzt hier einmal den schwarzen Helm von Begali, der kostet 27,90 €. Und hier habe ich einmal den normalen Helm, den man eigentlich normalerweise auch kennt im Airsoft, für ca. 50 €. Wir schauen uns mal an, was wir alles haben. Wir sehen hier oben einmal eine Mount-Möglichkeit. Dort können wir zum Beispiel, wie bei meinem Helm, eine Mount anbringen für Kameras. Ich habe jetzt hier meine GoPro Hero 4 Black. Man kann jedoch auch Dummy Night Visions oder echte Night Visions, je nachdem, natürlich auch hier montieren. Ihr seht schon, die Helme haben überall Klett. Hier können wir natürlich einmal Patches anbringen, wenn wir das möchten. Aber auch, das ist mal auf der Rückseite, haben wir hier eine Tasche. Das ist eine sogenannte Ausgleistasche. Die wird mit Klett montiert. Einfach, blub, fertig. Und hier können wir, der Sinn dahinter ist, dass wir hier Gewicht reinpacken, damit der Helm nicht immer nach vorne kippt. Natürlich, wenn wir hier Kameras, Night Vision oder ähnliches haben, neigt der Helm nach vorne. Das geht auf Dauer auf den Nacken und damit wir das ausgleichen können, gibt es halt diese Tasche, da können wir Gewicht reinpacken und dann ist der Helm wieder gerade. Was viel sinnvoller wäre bei den Kameranutzern, kann man sagen, packt hier eine Powerbank rein, dann könnt ihr das Kabel an den Helm langlaufen lassen und könnt ihr damit im Spiel gleichzeitig filmen und noch eure Kamera laden. Dann müsst ihr nie mehr Akkus wechseln. Das ist aber mal ein Riesenvorteil des Helmes. Ihr könnt hier einfach Kamera fest montieren, ganz wichtig. Auch noch, hier ist kein Spiel, hier wackelt gar nichts. Das heißt, die Aufnahmen sind sehr ruhig. Und ihr könnt natürlich auch sofort ganz einfach Equipment anbringen zum Laden. Ihr seht aber auch schon, ich habe hier ja solche Kopfhörer dran. Diese sind von Zetec. Imitate, Klone von einem Aktivgehörschutz. Solche Headsets haben zwei Vorteile. Zum einen könnt ihr euren Funk, den ihr normal über euer Funkgerät hört, hier an den Kopfhörer übertragen. Das heißt, ihr werdet eure Position nicht immer verraten, wenn jemand funken sollte. Des Weiteren könnt ihr die Umgebungsgeräusche bis zu 4-mal verstärken. Also leise Geräusche werden lauter, beispielsweise Fußstapfen. Aber laute Sachen, Autotür knallt zu, was weiß ich, alles über, ich meine 72 Dezibel war es, wird automatisch abreguliert. Das heißt, eure Ohren werden auch nicht wegfliegen. Super nützlich im CQB, weil ihr einfach die Gegner überall hört auf dem Feld. Ist wirklich schon fast cheaten, muss man sagen. Also wirklich vom Gehörsinn ist das wirklich der Hammer. Ihr seht schon, dass es hier oben montiert. Da schauen wir uns einmal kurz bei dem Begadi-Helm an. Das ist dieser hier. Seht ihr schon, wir haben hier so Rails dran. Was man auch machen kann an die Rails, neben einem Headset, was die meisten machen, ist es ein Mundschutz. Habe ich diesen hier, passend in schwarz. Und den kann man ebenfalls an den Helm montieren. Der Vorteil bei so einem Mundschutz und vielleicht zu einem anderen bekannten Mundschutz über die Straps, ihr habt halt nicht so viele Bänder im Kopf und es ist wesentlich bequemer und ihr könnt auch wesentlich besser zielen, weil es nicht zu eng anliegt. Und natürlich, ihr könnt, wenn ihr den Helm abzieht, sofort euren Mundschutz mit abziehen. Das ist quasi ein Abwasch. Wenn ihr ein Headset montieren wollt oder aber so einen Mundschutz oder anderweitige Sachen, zum Beispiel hier, wenn man schon dabei ist, habe ich hier eine Taschenlampe montiert. Von der Mount her, das ist einfach eine, an sich war es gedacht für Gewehrmounts. Also wir haben hier eine 22mm Rail mit der Taschenlampe, das ist glaube ich 30mm. Einfach hier in diese Mount gepackt. Ich verlinke übrigens alle Sachen auf der Beschreibung. Und dann wird die Mount an die 22er Rail gepackt. Und dann ist dieser 22mm Rail ist eigentlich nur ein Adapter für die Rail des Helmes. Und wir schauen uns jetzt mal einmal an. Das ist diese hier. Dort könnt ihr alle möglichen Zubehör dran machen. Ich montiere euch jetzt mal den Mundschutz. Und zwar, das Prinzip ist überall gleich. Ihr habt hier
das Teil, was ihr montieren wollt, und das ist federgelagert. Also es drückt sich automatisch auseinander. Und eigentlich macht es nichts anderes, als das Ding zusammenzudrücken, mittig reinzuschieben. Und dann wird das automatisch gehalten, weil es sich ja in der Rail auseinanderdrückt. Und somit ist es dann halt fest. Sieht dann so aus und dann können wir unseren Mundschutz ganz einfach mit so Schnellverschlüssen zusammen machen. So. So sieht der Mundschutz dann montiert aus. Natürlich brauchen wir dann noch die Schutzbrille, aber so könnte das aussehen. Wie gesagt, wenn wir das einfach wieder abmontieren wollen, einfach hier den Schnellverschluss lösen auf beiden Seiten oder nur einer Seite, je nachdem, was wir machen wollen, dann können wir auch den Mundschutz ganz schnell wieder entfernen. Wie gesagt, das ist eine Möglichkeit, die Rails zu nutzen. Variante 2 ist natürlich hier mit dem Headset. Da haben wir eine etwas andere Mount, die wird auch bei den Headset in der Regel mitgeliefert. Ansonsten so ein Conversion Kit, habe ich gerade auch im Angebot. Da sind diese spätestens dann enthalten. Dann können wir hier unser Headset montieren. Wie gesagt, diese kann man auch frei verschieben, etwas nach vorne, etwas nach hinten. Könnt ihr dementsprechend für eure Ohren oder was immer ihr schützen wollt und montieren wollt, einfach anpassen. Wie gesagt, hier auch die Taschenlampe habe ich einfach da vorne vorgepackt. Wir haben auch noch weitere Möglichkeiten, Sachen zu montieren, und zwar haben wir solche Haken. Diese sind auch unter Spannung, da können wir einfach anderweitige Sachen ebenfalls montieren oder einspannen, je nachdem, wie wir das möchten. Ihr seht schon, man kann schon ziemlich viel dran machen, es geht noch viel, viel weiter. Zum Beispiel die Hitmarker, die man gerne an die Gear macht. Es gibt welche mit Klett, die könnt ihr euch einfach hier oben drauf pappen und dann könnt ihr einfach hier dran ziehen und habt ihr hier ein Death Rack. Was aber in der Tasche integriert ist, das heißt, ihr müsst nicht dort ein Death Rack hochhalten, ihr habt keine Angst, dass es verliert. Es ist immer auf eurem Helm fest montiert, müsst ihr einfach ziehen. Es gibt auch, wenn ihr wollt, solche kleinen Lampen für den Helm. Da habt ihr dann ein Licht, wenn ihr es anschaltet, beispielsweise blau, rot als Teammarkierung oder auch als Markierung, hey, hier bin ich, für eure Teammitglieder dann wohlgemerkt. Wie gesagt, hier gibt es tausende Möglichkeiten, etwas zu montieren. Ein Helm hat nicht nur Vorteile, sondern auch ein paar Nachteile. Das ist zum einen das Gewicht. Da muss ich natürlich sagen, je mehr ihr auf euren Helm packt, desto schwerer wird dieser. Mein Helm wiegt jetzt circa 3 bis 4 Kilo, würde ich mal sagen. Ohne Powerbank ist es gerade. Wenn ihr vorhabt, viel zu montieren, aber es soll nicht zu schwer sein, kann man hier auch mal auf die Sigardi-Helme eingehen, die mir Sigardi für dieses Video von euch zur Verfügung gestellt hat. Das sind halt diese Helme hier. Diese kosten halt 27,90 € im Gegensatz zu diesen 50 €. Ihr seht schon, die Mounts sind alle komplett identisch, auch qualitativ komplett identisch. Als Unterschied ist, dass die Schale, also der Helm an sich, ist dünner gehalten am Rand im Gegensatz zu diesem Helm. Ich persönlich finde das Leichtgewicht wesentlich besser als diesen hier, weil diese Schale, ich sag mal so, ob das jetzt dicker ist oder dünner, macht an sich keinen Unterschied, zumindest vom Schutz her. Aber es ist einfach wesentlich leichter, finde ich persönlich viel, viel besser. Wenn ihr euren Helm bekommt, sei es jetzt den von Vegal oder den einen normalen, bekommt ihr auch immer solche Polsterpads, in der Regel in so einer Tüte drin. So sehen die aus. Mit Klett ebenfalls. Und dann könnt ihr auch, okay, ich mache mal den Mundschutz wieder, damit ihr das ein bisschen besser sehen könnt. Geht ja ganz flott. Dann seht ihr schon, auf der Innenseite haben wir Klettstreifen. Da können wir einfach unseren Polster nehmen, wie wir es haben möchten, und unseren Helm von innen auspolstern. Ist bei den Vegali-Helmen, aber auch bei den normalen Amazon-Helmen, nenne ich ihn jetzt einfach mal. Ja, ist da beides möglich. Ein weiterer Nachteil, kann man so sagen, von einem Helm ist die Tarnwirkung. Weil der Helm hat genau gleiche Form wie ein Kopf. Im Gegensatz zu einem Buschhut beispielsweise, wo dann die Konturen ein bisschen verschwimmen, haben wir halt hier genau die gleichen Kopfkonturen. Wenn ihr euch tarnen wollt, ist das ein bisschen schwierig, was ihr da machen könnt. Zum Beispiel so ein Helmbezug von Vegali. Ich habe jetzt hier mal einen Flecktarn. Ist an sich ganz easy. Den ziehen wir einfach drüber. Ich mache den mal wieder ab, damit ihr das mal sehen könnt. Und das ist der ganz normale Helm in Oliv. Und dieser Bezug kommt einfach über den Helm drüber. Der hat hier Klett. Das kommt dann auf die Klettflächen von Helm. Keine Sorge, ihr könnt weiterhin Patches oder ähnliches tragen, denn der Helmbezug hat ebenfalls Klettseiten, die weichen, an den genau den gleichen Stellen. So, wenn wir das dann drüber gezogen haben, haben wir dann unseren Helm, in dem Fall jetzt mit
Flecktarn versehen. Es gibt hier auch diese Helmbezüge auch in viel, viel weiteren Tarnfarben, was ihr haben möchtet. Und so können wir halt unseren Helm ein bisschen mehr ja, tarnen. Ansonsten haben wir auch hier solche Schlaufen. Wenn ihr es drauf anlegt, könnt ihr auch hier Äste, ähnliches einfach durchfädeln, wenn ihr halt euren Helm weiter tarnen wollt. So, ihr seht schon, Helme haben viele Möglichkeiten, Sachen zu montieren. Nachteile fallen eher gering aus. Für wen ist denn nun ein Helm was? Nun, einfaches zu sagen, für wen ein Helm nichts ist. Das wären zum Beispiel Scharfschützen oder Leute, die gerne rumschleichen, sage ich mal. Und auch jetzt nicht, dass irgendwie auf einer Kamera. Da lieber vielleicht keinen Helm, sondern eine normale Cap oder halt mein Favorite ist ein Dschungelhut einfach. Und dann könnt ihr einfach eure Kontur viel, viel besser verschwimmen lassen. Ihr werdet wesentlich weniger gesehen. Wenn ihr jedoch gerne filmen wollt oder Headsets tragen wollt, ohne diesen normalen Kopfbügel, allgemein Ausrüstung am Kopf haben wollt, empfehle ich euch den Helm. Vielleicht ist die Frage, welchen nehmen wir jetzt? Den normalen Amazon Helm für 50 oder den von Begardi für 27,90 Euro. Nun, wie gesagt, der Begardi Helm ist dünner von der Schale, hat ja auch die gleichen Features wie der Amazon Helm. Was mir noch aufgefallen ist, ist die Einstellung. Die Einstellung der Helme ist bei beiden wie beim Fahrradhelm, sage ich mal, ähnlich. Ihr habt bei dem hier einfach hinten so eine Schraube, die ihr einstellt. Und hier vorne habt ihr so ein Band, was ihr halt strammer oder lockerer ziehen könnt. Ich persönlich finde den Tragekomfort bei den Amazon-Helmen besser, weil, wenn ihr das Rädchen dreht, am gesamten Helm der Bezug enger wird. Hier beim Begardi-Helm ist das nur hinten, das heißt, wenn ihr einen sehr kleinen Kopf habt, kann es sein, dass der eventuell ein bisschen wackelt an den Seiten bei dem hier. Ist bei dem halt nicht, dieser sitzt wirklich dann bombenfest am Kopf. Natürlich aber auch, dieser ist wesentlich schwerer. Wenn ihr also ein etwas kleinerer Mensch seid, kleinerer Kopf, empfehle ich euch für den Amazon Helm, der passt einfach besser. Wenn ihr normal groß seid, bist ein bisschen größer, nehmt ihr den von Begardi, der ist größer. Wenn ihr vorher Probleme hattet, solche Helme zu tragen, probiert mal den von Begardi aus, der ist halt ein bisschen größer, ein bisschen bequemer halt für die Dickköpfe unter uns. Wie gesagt, da ist halt so ein Helm wesentlich besser. Die Helme gibt es auch in verschiedenen Farben. Wie gesagt, wir haben hier Oliv, Schwarz, ebenfalls Oliv durch den Tarnbezug in Flecktarn. Hier drin hätten wir auch noch einen in Tann. So wird dieser von Begardi geliefert. Einfach hier im Karton mit einer kleinen Fensterscheibe drin, dass man es auch sehen kann. Ganz wichtig, soll es noch nicht klar sein, diese Helme bieten keinen echten ballistischen Schutz. Sprich, die sind nicht kugelsicher gegen M4, M56, AK-726 und so weiter. Halt nur nachmachen für Airsoft, Paintball und so weiter. Ganz wichtig, damit kann man keine echten Kugeln stoppen. Gut, das war's dann auch schon zum kleinen Einblick zu dem Thema Helme. Ich hoffe, ich konnte euch da ein bisschen weiterhelfen, was Helme eigentlich genau bringen, für wen ist das was. Wie gesagt, die Links zu allen Produkten, die ich hier hatte, sind in der Beschreibung. Von daher würde ich sagen, wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben, wenn ihr gerne mehr für diesen sehen wollt, könnt ihr den Kanal auch gerne abonnieren. Von daher würde ich sagen, bis zum nächsten Video. Ciao! I have a dream, that's all I need. I'll make it happen with some work and belief. Know what I want, so I'll take it on. I've made mistakes, but mistakes make you strong. Let's break it down for a minute. I want the crown, I'm gon' get it. You hear me loud, man, I'm winning. Yeah, Charlie Sheen will be grinning.